Ja, erstmal herzlich willkommen und besten Dank, dass ich heute hier sein darf. Ist ein sehr komplexer Titel. Ich versuche ein bisschen zu erklären, okay, was sind Maps heute? Ihr habt vorhin in der Vorlage einmal gesehen, die Strava Heatmap. Was kann man mit Daten machen? Wie kann man sie weiterverarbeiten? Wo geht da die Reise hin? In der Präsentation gerade eben eine Smartwatch mit Navigation drauf. Die kommt von uns, die Navigation. Was macht man? Wie sieht so eine Karten-Landscape aus? Und wie passt es auch in die Customer Journey oder Gästezyklus von der Dream zur Durchführung, zur Sharing. Was passiert da? Was macht man da? Wie kommt man weiter? Ganz kurz zu Komoot. Wir sind insgesamt jetzt 20 Developer, sitzen in Berlin. Unsere ganze Company sind Developer. Also wir haben vielleicht verglichen mit vielen anderen Companies kein so ein klassisches Vertriebs-Mitarbeiter-Team oder irgendwas. Wir glauben dran, dass digital alles das Produkt ist und das Produkt nach vorne bringt. Deswegen ist unser ganzes Team Developer, sind inzwischen 20. Ich erkläre gleich, warum 20. Viele Leute denken, ist ja eine App. Was macht diese? Wofür braucht man da 20 Leute für dieses kleine Logo auf dem Bildschirm? Es steckt sehr, sehr viel mehr dahinter. Wenn man guckt, wir haben inzwischen 3 Millionen Downloads, die sind komplett organisch gewachsen, das heißt nur, weil die Leute es weiter empfehlen. Und was uns besonders freut, und das ist eine wichtige Kenngröße, wenn man über Apps, über Services spricht, was sind denn die aktiven User dort? Downloads ist immer erstmal eins, auch die muss man zustande bringen, aber Faktor 2 ist, wie viele Leute verwenden denn meine App kontinuierlich oder habe ich sie einmal installiert und dann war es das ganze Spiel. Was uns grundsätzlich antreibt, ist es so einfach wie nur irgendwie möglich machen, dass Leute rausgehen können, die Natur genießen, Sport machen. Ich selber komme aus dem Kleinwalsertal, kennen vielleicht ein, zwei Destinationen in Österreich. Bin sehr, sehr viel Rennrad gefahren, auch Rennradrennen, mit 16 den ersten Alpencross gemacht, dann aber Physiker geworden und so verschmelzen die Daten, Outdoor und Gästewelten. Und was uns antreibt, ist eben es leicht zu machen. Wenn man so den normalen Sportler sich anguckt, dann machen die meisten dieselben 2, 3 Touren, wenn Sonntag schön ist. Warum machen sie dieselben 2, 3 Touren? Weil sie die kennen, weil sie wissen, was passiert, weil sie wissen, was sie erwartet. Und das ist, wir haben ganz am Anfang im Walsertal eine Studie gemacht, haben den Leuten eine Kompasskarte hingelegt und haben gesagt, so, wo seid ihr da drauf? Und zwar im Ort, also wo man eigentlich nur wissen muss, in welchem Ort ist man gerade und dann lesen kann. 95% finden sich in so einer Karte nicht. Und das hat bei uns, geschweige denn, dass jemand in der Karte rauslesen kann, wo es denn schön zum Mountainbiken sein könnte. Und das hat uns angespornt zu sagen, hey, das GPS-Gerät, das man da, wo wir gegründet haben, 2010 noch für teures Geld von Garmin kauft, das wird jeder in die Hand gedrückt bekommen von der Telekom, heißt iPhone oder Android. Das heißt, das Hardware-Problem und der Kostenfaktor ist raus, aber dass ich immer noch nicht weiß, wo ist es denn schön zum Mountainbiken oder zum Wandern oder zum Joggen, egal was, wir kümmern uns um alle, die draußen unterwegs sind. Dieses Problem ist nicht gelöst und dem haben wir uns angenommen und ja, sind aus unserer Sicht inzwischen ganz weit gekommen. Wir sind mit den Zahlen die reichweitenstärkste App in Europa. Uns gibt es Android, iOS, Web. Was uns aktuell sehr, sehr stark im internationalen Wachstum nach vorne bringt, wir sind die einzigen, die echte Turn-by-Turn-Navigation bieten. Das heißt, auch im Wald sagen wir, in 30 Metern rechts abbiegen. Das ist nicht in Anführungszeichen nur eine Linie auf der Karte, der man den ganzen Tag dem Punkt folgen soll, sondern es ist Navigation, wie man sie aus dem Auto kennt. Das Telefon spricht mit einem und sagt, in 30 Metern rechts abbiegen. Und das auch im Wald, wo Google in Anführungszeichen nur eine grüne Fläche liefert. Und das macht es besonders interessant, wenn man an die neuen Geräte wie Wearables denkt. Plötzlich vibriert kurz meine Uhr und ich kriege einen Pfeil drauf und sehe, dass ich in 30 Metern rechts abbiegen muss. Das macht die ganze Navigation sehr, sehr einfach. Ich muss nicht stehen bleiben und überlegen, scheiße, links, rechts an der Gabelung, sondern ich kann einfach fahren, im Prinzip eine Experience wie aus dem Auto. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Use Case für all die Leute, die hier versuchen, möglichst viele der Wearables zu verkaufen. Und das treibt uns international extrem nach vorne, da wir die einzige App sind, die so einen Service dort bietet.
Wir können sehr, sehr viele andere Sachen, die auch im Tourismus dann relevant sind, was dazu geführt hat, dass wir eine sehr große Kooperation mit der Lufthansa haben, die gerade launcht, mit den Bike Hotels Südtirol zusammenarbeiten, mit Canyon Cannondale. Was wir versuchen, ist eine Plattform aufzubauen, wo alle Stakeholder, die sich um Outdoor-Sportler, um Outdoor-Interessierte kümmern, ihren Platz haben. Ganz kurz, soll nicht so viel über Komoot gehen, sondern mehr auch so ein bisschen zeigen, was sind denn Karten in einem heutigen Umfeld. Es ist nicht mehr so viel das gefaltete Ding, was man in der Hosentasche hat. Wo überall spielt dort Crowdsourced Content eine Rolle? Wie reichert man die an? Wo kommt User-Feedback, egal ob es User-Generated Content ist, ob es eine Crowdsourced-Gemeinde ist, die was aufbaut? Wo kommt das alles rein? Wie sehen wir die Landschaft von Apps? Wir haben vorhin gesehen, dass erwartet wird für 2016, dass 50% der Zugriffe auf eine Webseite mobil sind. Das ist noch nicht, dass das Apps sind. Wen sehen wir da als andere Player in dem ganzen Bereich? Wie bewegt sich das? Um dann vielleicht, das sind Strategien für Destinationen zu empfehlen, wobei das eine Empfehlung aus unserer Sicht ist, Meinungen. Was ist eine Karte heute? Wahrscheinlich hat sie jeder in der Hosentasche. Sie besteht aus vielen, vielen unterschiedlichen Teilen und da kommt die ganze Technologie rein. Ich will da einmal kurz durchführen, damit man weiß, worüber man spricht. Die Hauptänderung, und das ist vielleicht, wenn man über den Gast nachdenkt, ist das GPS-Gerät, die Information oder per se den Zugang zur möglichen Information, den hat jeder in der Hosentasche, das Navi hat jeder in der Hosentasche. Das ist eine ganz große Änderung zu früher. Es standen nicht so viele Leute mit dem Garmin vor mir und haben gesagt, wo kann ich denn jetzt wandern gehen, wo kann ich jetzt biken gehen. Per se ist das heute hardware-seitig komplett möglich. Wenn man so eine Karte dann in Anführungszeichen, der Kern ist schon noch eine schöne Karte, anguckt, was ist denn das erste technische Teil, was man braucht, das heißt sich Geocoder. Ich erwarte, wenn ich dort reintippe, Zürich oder egal welchen Ort, egal welche Hütte, dass mir sofort ein Ergebnis zurückgeliefert wird, und zwar während ich tippe. Google hat das sehr, sehr weit vorgelegt. Das ist der erste Punkt, dass man sagt, okay, man muss per se Straßen allen Geocontent indexieren können und dort überhaupt durchsuchbar machen. Nummer zwei, das kennt man wahrscheinlich am ehesten, ist, wenn man da drauf guckt, hier sitzt Davos gesucht, dass ich sofort ein Routing habe. Aktueller Standpunkt, Suchergebnis, wie lange braucht es, bis ich da bin? Ich will eine Linie auf der Karte haben. Und dann soll die bitte auch mit mir sprechen, das ist die Turn-by-Turn-Navigation. Man hat immer noch Map-Tiles, wie viel man die hat und wie wichtig die in Zukunft sind, kann ich nicht wirklich sagen. Das heißt, immer noch so eine Hintergrundkarte, wenn man weiß, dass die niemand lesen kann, ist fraglich, wie wichtig sie ist, aber sie ist da zur Orientierung. Und dann kommen Locations rein. Man sieht, wenn man so eine Karte aufmacht, das ist nicht mehr nur eine Karte, sondern es sind sofort Hotels drin, es sind sofort Restaurants und Bars drinnen. Und, muss man ein bisschen aufpassen, die Relevanz derer ist unterschiedlich, wer sie denn öffnet. Da kommt so das erste Mal ein ganz großer Unterschied rein zu der normalen Papierkarte. Der Content ändert sich je nachdem, wer den verwendet und in welchem Zoom-Level er sie verändert. Da muss man so schauen, was ist digital möglich. Und man hat sofort, das ist auch was anderes als bei einer Karte, Reviews an den ganzen Sachen. Wenn ich da auf das Hotel draufklicke, sehe ich sofort, wie viele Sterne hat das von den Usern bekommen, was schreiben die dazu, was kostet es gerade. Ich habe hier das unterschiedlich markiert, das ist einmal grün und einmal blau. Grün sind alles explizite Daten, das heißt, die sind richtig oder falsch. Ein Haus hat eine Hausnummer und eine Adresse, das ist so. Alles, was blau ist, ändert sich von User zu User. Ob ein Hotel gut ist oder nicht, hängt davon ab, wer das betrachtet. Ein Familienhotel kann für Familien super schön sein. Für das Pärchen, das ungestört Abendessen will, ist es wahrscheinlich nicht das Beste. Das heißt, das sind Meinungen. Und dort kommen so unterschiedliche Betrachtungsweisen und auch, wie geht man mit Content um. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich all die Services, die man hier sieht. Das ist, wenn man auf dem grünen Layer ist,
naja, die meisten kennt man einige nicht, Google kennt jeder wahrscheinlich. Es gibt ganz viele Player, Google ist ausgegraut, weil sie Daten für diesen expliziten Content nicht von OpenStreetMaps beziehen, sondern in Realität mit Autos rumfahren, die alles filmen und alles kartografieren. Alle anderen hier setzen auf OpenStreetMaps auf. Das ist Mapbox, kennen vielleicht einige, Scout, Scobbler. Und der Layer drüber, das kennen wahrscheinlich die meisten, Yelp, TripAdvisor, Facebook Places ganz stark, Google. Wo kommen jetzt User-Content mit rein? Egal ob in einem Meinungslayer. Wenn man sich Bars anguckt, dann sieht man, dass Leute Reviews dazu schreiben und Sterne vergeben. Wenn man Foursquare anguckt, dann geben sie Daumen rauf, Daumen runter. So geben Leute während der Nutzung kontinuierliches Feedback. Wenn man sich Foursquare anguckt, wenn man die App installiert hat, dann passiert aber nicht nur, dass sich in Anführungszeichen der User aktiv Feedback geben kann, weil er das Foto von seinem Essen macht und reinschreibt, ja, super geil hier, sondern in Wirklichkeit messe ich die ganze Zeit, wo ist der User, wo hält er sich, wie lange auf, ist er in dem Restaurant gewesen und kann so auch nicht aktives User-Feedback haben. Wo man das am allerstärksten kennt und wahrscheinlich die meisten schon gesehen hat, wenn man mit Google unterwegs ist, und das kommt ganz ähnlich in die Strava Heatmap oder was Komoot auch macht, rein. Wenn ich die App zur Navigation nutze, gebe ich ja auch durch die Nutzung die ganze Zeit Feedback. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn im Stau stehe, merkt man ja durch die App, wie schnell oder langsam fahren die Leute. Man braucht keinen Verkehrsflieger mehr, um festzustellen, ob dort ein Stau ist oder nicht, sondern allein durch die Nutzung einer solchen App kann ich den Stau zurückmelden. Das sieht man sowohl in Apple als auch in Google, dass die roten, grünen Linien neben der Autobahn oder neben den Wegen, das kommt durch die Nutzung. Das heißt, dort kommt Crowd-Content zurück und macht die App besser. Das kann aktiv geschehen durch ein Review, kann passiv geschehen, indem man einfach misst, wo sind denn die Leute unterwegs. Foursquare geht her und sieht die Öffnungszeiten von Bars, weil sie messen, wann sind die Leute da drinnen und draußen. Das heißt, es muss keiner mehr hergehen und sagen, ja, die Bar hat von 8 bis 16 Uhr offen, dies und jenes und bla bla bla, und dann ist es outdated, weil es keiner mehr pflegt, sondern ich kann einfach messen, wann sind die Leute da. So kommt Crowd-Content in Karten rein. Und was eben ein wichtiges Thema ist, wo ich hier ein bisschen spezieller darauf eingehen kann, weil es auch im Outdoor-Bereich wichtig ist oder sieht man das größte Potenzial, ist OpenStreetMaps. Weil es einfach aus unserer Sicht bisher die bei weitem stärkste Datenquelle ist für Outdoor-Daten. Also wenn man so ein bisschen guckt, wo sind wirklich reiche Daten drinnen, dann ist das OpenStreetMaps. Das ist noch nicht überall der Fall. Also man kann da ganz klar sagen, in manchen Areas gibt es da weiße Flecken, könnte es besser sein. Ist sie genauso genau wie eine Landesvermessungskarte? Ich sage immer, dort, wo tatsächlich Touristen unterwegs sind, ist sie genauer. Ist jeder Militärweg und jeder Forstpfad drinnen? Nein. Ist es wichtig für den Case, den wir hier haben? Nein. Wenn man sich anguckt, warum finden wir OpenStreetMaps so geil? Hier sieht man ein Beispiel, das ist irgendwo über Davos, ist einmal der Datenreichtum, den man da eingeben kann. Also dort ist in Anführungszeichen als reine Datenbasis jeder Scheiß drin. Ich sehe hier einen Weg hoch und dort hat sich ein User die Mühe gemacht, jede Streukiste zu vermerken. Es sind dort jede Hunde-Plastiktüten-Ding drinnen. Wenn sich einer die Mühe macht, was für Mountainbike wichtig ist, und das ist das, wo man aus meiner Sicht die Tourismusdestinationen oder Stakeholder vor Ort aufrufen kann, pflegt anständig diese Wege da ein. Warum? Es ist eine offene Datenquelle. Alle Apps, egal ob Komoot oder wer auch immer, sehr, sehr viele greifen darauf zurück und ich pflege einfach oder sorge dafür, dass die Daten aktuell sind und vorhanden sind. Ich kann da die Mountainbike-Skala bergauf, bergab getrennt eingeben und man versucht, so gut wie möglich rein zu investieren, dass das immer leichter geht. Das kann jeder am Schreibtisch machen. Warum glauben wir, dass es besser ist als alles andere? Einmal der Detailungsgrad. Und als zweites, dass es immer aktuell ist. Wenn man sich anguckt, eine normale Kompasskarte wird alle 3 bis 5 Jahre neu aufgelegt. Wenn dazwischen der Weg weg ist, ist er weg. Das merkt die Karte nicht. Wir beispielsweise importieren OpenStreetMaps-Daten alle Woche. Das heißt, wenn da ein Weg in der Gemeinde wegrutscht oder vom Forstpfad in den Trail umgewandelt wird, meistens umgekehrt, dann ist es nach einer Woche da drinnen. Was gut ist,
Also es ist Community Reviewed. Wenn man da Scheiß eingibt, das merken die Leute sehr, sehr schnell. Es ist immer so ein bisschen der Vorwurf, ja, da kann ja jeder eingeben, was er will. Das wird ja nicht kontrolliert. Man sieht das so ein bisschen an Wikipedia. Dort gab es auch ein großes Verlagshaus. Das hat den Borghaus veröffentlicht oder die Encyclopaedia Britannica. Das wird nicht mehr gedruckt, weil die Community schon dafür sorgt, dass da kein Scheiß drin steht. Die beobachten sich ziemlich genau gegenseitig. Und wenn ich da plötzlich irgendeinen Mist eingebe, dann merkt das der andere und ändert es wieder. Und es wächst mit weitem Abstand am schnellsten. Also wenn man sich anguckt, was kann es heute schon? Dann sieht man hier, was es morgen kann. Hier sieht man, wie viele Nutzer OpenStreetMaps Daten einpflegen. Das sind inzwischen 2,2 Millionen registrierte User dort. Und Leute wie Komoot versuchen es immer einfacher zu machen, dort die Daten zu pflegen. Einfach, weil wir persönlich an Open-Source-Content glauben. Wir denken daran, das sind Informationen, die sollten jedem zur Verfügung stehen und versuchen es so einfach zu machen, dass man das auch pflegen kann. Indem man Daten wieder zurückspielt, indem man einfache Editoren baut, dass es einfacher wird, die Daten zu pflegen, weil man Geocoder öffentlich stellt. Es werden immer mehr Leute und die sind sehr, sehr, sehr aktiv. Hier sieht man, wie die Daten wachsen. Es sind 30.000 Leute dort monatlich aktiv und ändern die Dinge. Die geben täglich 2 Millionen Nodes ein, also Punkte, wo sie die Beschreibungen ändern, aktualisieren und 200.000 Wege. Das heißt, da geht wirklich was vorwärts und das ist einfach umgekehrt. Wer soll sowas im Outdoor-Bereich stemmen oder bezahlen? Ist nicht möglich. Das heißt, wir denken, das ist mit weitem Abstand der beste Data Hub. Das sind aber erstmal reine Daten. Davon ist noch nichts gewonnen, wenn wir vorhin die Maps-Applikation angeschaut haben. Da liegen ganz viele Daten, da ist per se bekannt, dass da eine Streukiste ist. Wird die jetzt indexiert, wenn ich nach irgendwas suche oder nicht? Wie wird denn ein Trail dargestellt? Habe ich deswegen Navigation da drauf oder nicht? Das sieht man hier. Ich will nach der Stutzalp suchen können und dann die auch finden. Wenn ich nur eine Datenbank habe, davon ist noch lange nichts gefunden. Es macht einen Unterschied, ob ich mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad nach Davos fahren will. Deswegen will ich andere Wege dort haben. Die Karten hier, die sollen bitte topografisch sein, sonst helfen sie mir zur Orientierung nicht so sonderlich viel. Ich will weiter turn by turn Navigation und dann kommt der zweite entscheidende Teil rein, der User-Generated Content. Wo sind denn jetzt die besten Trail-Segmente? Bloß weil dort Daten drinnen liegen, hier ist ein Weg, ob der gut ist oder nicht und ob ich den jemand anderem empfehle oder nicht als Trail, ist deswegen noch nicht da. Und wie sind die Reviews unterschiedlicher Leute zu dem Trail? Macht auch wieder einen großen Unterschied, ob meine Mutter da Mountainbiken geht oder ob ich da Mountainbiken gehe. Was haben wir da auf die Beine gestellt? Hier sieht man in Komoot, es ist immer dasselbe AB, hier ein bisschen verpixelt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Routing-Service geschaffen, der tatsächlich automatisiert für unterschiedliche Nutzergruppen die besten Wege aussucht. Das ist hier einmal mit dem Rennrad von A nach B, mit dem Mountainbike von A nach B, mit dem Fahrrad von A nach B. Wir sagen jedes Mal, dass es unterschiedlich lange dauert, immer entsprechend der persönlichen Fitness. Es macht einen Unterschied, ob ich da drauf sitze oder ein wesentlich sportlicherer Mensch. Wir sagen dir, wie leicht, mittelschwer das Ganze wird, abhängig von deiner Fitness und dem technischen Schwierigkeit des Ganzen. Und die Wege sind unterschiedlich. Hier ist alles Asphalt und Straße. Hier ist das meiste Fahrradweg. Es besteht halt ein Unterschied zwischen dem Rennradfahrer und dem Tourenradler. Und hier sind das meiste Trails. Ich habe das Ganze offline und die Turn-by-Turn-Navigation, die ich auch auf die Uhren bekomme. Und jetzt kommt so ein bisschen der von dem, ich nutze das vor Ort und navigiere auf dem Trail. Ich zeichne meinen Trail auch auf, mache die schönsten Fotos unterwegs und teile das wieder. Da kommt man ein bisschen in diese Reise-Journey rein. Ich bin vor Ort, suche mir die Informationen, bekomme Routen. Unterwegs teile ich das Ganze, share das auf Facebook. Wir haben Strava gesehen und habe so die Daten wieder in die große, weite Welt rausgestreut, um das aus Tourismus-Sicht zu betrachten. Weil ich ein eigenes Profil habe und weil ich mich darüber darstelle, welche geilen Trails ich dann gemacht habe, welche schönen Gipfel ich besucht habe. Und das ist das, was wir vorne wieder dem User vorschlagen. Wenn der User eine Tour macht und sagt, von da bis da war der geilste Trail, das ist der geilste Gipfel, dort habe ich mein Foto gemacht, dann sind das
die Content-Entitäten, die vorne wieder reinkommen. Das heißt, wenn ich Komoot aufmache, kann ich durchwischen, wo sind denn die geilsten Trails, wo sind die geilsten Wanderungen. Bilder sind da sehr, sehr stark, emotionaler Content. Und was dadurch passiert, dass man das auf die Highlights runterbricht, ist die ganze Crowd, das ganze User-Feedback wird auf eine Entität runtergebrochen. Die Tour ist für jeden wahrscheinlich unterschiedlich, der dort am Hechtsee entlang radelt oder über den Pass fährt. Weil der fährt an einem anderen Zuhause los, der fährt an einem anderen Hotel los, der beginnt vielleicht im anderen Ort, macht danach noch eine andere Hütte. Die Tour selber ist nicht das, was wirklich, wirklich gesamtspannend ist, sondern das Highlights und die einzelnen Entitäten. Der Gipfel ist besonders schön, der Trail ist besonders schön. Wie die Anfahrt zum Trail aussah und wie das wieder nach Hause zum Hotel ging, ist eigentlich scheißegal. Und deswegen können wir die Daten zurückmatchen und sagen, ja, hier waren insgesamt 24 Leute, 51, 24 haben es als Highlight markiert, 51 fanden es geil, 16 fanden es nicht so toll und können so die Recommendation kontinuierlich userspezifisch verbessern. Und da kommt dann wieder die Inspiration-Seite rein. Die Leute öffnen bei uns jede Woche die App und schauen sich an, wo kann ich denn hingehen? Was mache ich am Wochenende? Was mache ich das nächste Mal, wenn ich weggehe? Und so schließt sich der Kreis zur Inspiration. Das heißt, insgesamt haben wir einen kompletten Map-Stack von der Recommendation, wenn man es auf die Reise überträgt, von der Dream-Phase zur Plan-Phase, zur Do-Phase und hinten share ich das Ganze. Das heißt, was unser Ziel ist, unser Ansatz ist, die Daten sind da draußen, die Leute wissen, wo es schön ist, egal ob Mountainbiken, Rennrad fahren, wandern, joggen. Es ist wichtig, die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass die Leute schnell und einfach rausgehen können, dass sie ein geiles Erlebnis haben, ohne bockmühsam rumzuplanen. Natürlich gibt es viele, viele, viele andere in dieser App-Welt. Für alles gibt es eine App. Wenn man sich das anguckt, wir hatten hier in das Vertical Lifestyle City, wo wir sagen, okay, es gibt diese Kartenanbieter, es gibt diese Recommendation-Anbieter. Wenn man sich das im Outdoor-Bereich anguckt, natürlich gibt es andere Apps. Wenn ich nach Fahrrad, Mountainbike, Wandern oder suche, bekomme ich ganz viele andere Apps. Die meisten davon sind Publisher. Das heißt, irgendjemand geht her und sagt, das ist besonders schöne Wandertouren, ein roter Wanderführer. Da gibt es einen Autor, der Verlag sagt, dieser Autor hat recht, deswegen darf das in das Buch rein und verkauft es dann. Das ist ein Publishing-Business. Das hat nichts mit einem Recommendation-Service zu tun, der user-spezifisch irgendwelche Vorschläge macht. Und was die alle nicht können, ist irgendwas Richtung Maps, Navigation zu liefern. Ich habe Karten da drin und kann eine Linie nachlaufen. Und es gibt sehr, sehr viele Fitness- und Tracking-Communities. Die einzigen, die davon wirklich was in die Datenrichtung machen, sind Strava. Man hat es vorhin gesehen, diese Heatmaps, das sind die einzigen, die mit den zurückgelieferten User-Daten tatsächlich was machen. Einmal in dem Sinne, dass sie Wettbewerbe drauf ausführen, aber auch im Recommendation-Sinn, dass ich irgendwann hergehen kann und sage, okay, ich plane meine Tour aufgrund der Segmente. Sie liefern noch nichts im Bereich Maps, Navigation, dass ich dann anständiges Routing habe, bisher nur online. Warum vor allem die Empfehlung pflegt OpenStreetMaps als Stakeholder in Tourismusdestinationen, als Stakeholder rund um Mountainbike? Alle die hier grün umrandet sind, setzen aufs OpenStreetMaps auf oder verwenden irgendwo OpenStreetMaps. Also wenn ihr dort die Daten pflegt, dann ist das auch in unserem Interesse, aber es ist vor allen Dingen in eurem Interesse, ganz viele dieser Services, egal welche davon tatsächlich verwendet wird, setzt auf OpenStreetMaps auf. Einmal in den Karten, in Routing-Engines, die sie verwenden, wenn ich es global darstellen will, all solche Themen. Deswegen bitte, bitte pflegt die Daten, das ist in eurem Interesse. Was könnten mögliche Strategien sein oder was ist unsere Empfehlung an Destinationen? Das erste ist, euer Produkt oder das Produkt, das man hat, ist eine geile Landschaft, geile Trails, Hotels da drin, macht es digital nutzbar. Pflegt es da ein, egal ob OpenStreetMaps für die reinen Daten oder indem man Highlights als Trail-Segmente anlegt, schöne Bilder dazu packt, indem man geile Videos auf YouTube postet. Nur dann, wenn es digital auffindbar ist, wird man es verwenden können und wenn man dann mit dem Gemeinde- oder Landesvertreter spricht, auch so, dass es tatsächlich verwendet wird. Ganz oft in deutschen Destinationen oder in deutschen Landesorganisationen ist so, ja, wir haben ja all unsere Wege open source gestellt.
zum Download auf irgendeiner Webseite. Das ist ganz schwierig nutzbar, so dass es andere Services weiterverarbeiten können, tatsächlich nutzen. Das passiert in Realität nicht. Pflegt in OpenStreetMaps ein, PDFs von irgendwelchen Sachen online stellen, heißt nicht, dass das irgendjemand nutzen kann. Apps halte ich für die meisten Leute für nicht sinnvoll zu publishen. Wenn man eine publisht, dann sollte man sich vorher sehr, sehr, sehr gut überlegen, was ist der USP meiner App gegenüber allen anderen da draußen. Es gibt weit über 1 Million. Warum sollte das irgendjemand downloaden und warum sollte er es wiederverwenden? Wenn man das nicht tut, dann bloß, ah ja, wir haben auch eine App, ganz schwieriges Business, versenktes Geld. Man sollte KPIs dafür definieren, wie viele Downloads will ich denn schaffen und wie erreiche ich das am Ende vom Tag. Und dann kann man neben der reinen Entwicklungskosten einfach mal für jede App, die runtergeladen wird, 2 Euro draufrechnen und dann weiß man, was man an nachgelagertes Budget denn noch verwenden sollte, damit das wirklich, wirklich funktioniert. Für die meisten Leute würde ich sagen, hey, packt Content dorthin, wo er tatsächlich von Leuten verwendet wird. Was heißt das? Ich kann geile Fotos auf Instagram posten, ich kann geile Videos auf YouTube machen, ich kann Wege und geile Trails bei Komoot einspielen oder bei irgendjemand anderem, dort wo es tatsächlich verwendet wird. Wer die Reichweitenstärksten sind und worauf man achten sollte, die Downloads kann man von den Apps in Google Play sehen. Bei jeder App kann man so in Kategorien reinschauen, wie viel oft wurde die denn downgeloadet. Und in Anführungszeichen, die Anzahl der Reviews ist ein ganz guter Hint dafür, wie oft würden die tatsächlich den ganzen Tag verwendet oder haben die 2000 Leute runtergeladen und 2 Leute haben irgendein Review geschrieben. Damit sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein Stück weit geholfen zu sehen, okay, wo geht so ein digitales Maps-Business hin, wo kommt all der Crowd-Content her und fließt hin und nachher gerne in den Sessions Fragen, Wünsche, Anregungen. Ja, danke schön, Markus Hallemann. Lass uns noch kurz diskutieren. Lass uns etwas dynamisch hier am Tisch stehen. Den Wein kriegst du nachher Backstage überreicht. Aber einfach so. Ich mag nicht immer in diese Stühle sitzen und am Tisch diskutiert sich es auch wirklich gut. Sehr eindrücklich, was du uns alles gezeigt hast. Was auch spannend ist, ist dein Einstieg, als du dich geoutet hast, dass du so in frühen Jahren Tanzalp gemacht hast, dann Physiker studiert und so weiter und so fort. Ein eindrücklicher Weg, eine eindrückliche Symbiose. Was waren die letzten Jahre so Fehleinschätzungen, die du gemacht hast? Weil jetzt im Moment tönt es wie eine wahnsinnige Success-Story, aber da müssen auch irgendwelche Fehleinschätzungen gewesen sein. Und du hast ja selber gesagt, Share Community, also wir teilen heute alles miteinander, wir tauschen uns aus. Hast du so Punkte, wo du gesagt hast, das habe ich echt im Nachhinein gemerkt? Als Company haben wir sehr, sehr lange im Prinzip für 2 mögliche Kunden entwickelt. Wir haben gesagt, ja, Tourismusdestinationen sind ein sehr interessanter Partner, die wollen Karten in ihren Webseiten einbinden, mit denen gemeinsam können wir wachsen. Das war eine komplette Fehleinschätzung. Wir haben uns sehr schmerzhaft 2012, 2013, glaube ich, dann ganz klar entschieden und gesagt, entweder wir bauen ein B2B-Produkt oder wir bauen ein B2C-Produkt. Nur eins von beiden kann man richtig machen und haben uns dann ganz klar für B2C entschieden und haben gesagt, ja, wir wollen ein Problem für User lösen und nicht für Destinationen. Die können gerne bei uns als Player mit Teil werden, aber entweder man baut ein perfektes Produkt mit Content-Management-System und allem blablub oder man baut ein perfektes Produkt für den User und wir haben uns da für den User entschieden und das hat sowohl davor viel Geld, Personal und Fleiß gekostet, das versenkt wurde. Jetzt hast du gesagt, Konzentration auf, zum Konsumenten hin, Business to Consumer. Aber was bedeutet das jetzt? Ich meine, sitzen hier im Saal natürlich auf der einen Seite alles private User, weil die biken ja auch alle. Auf der anderen Seite vertreten sie Tourismusdestinationen, Bergbahnen,
Kommunen und so weiter und so fort. Also drohen die jetzt ein wenig bei euch ins Abseits zu geraten oder wie muss man sich die Zusammenarbeit mit diesen Stakeholdern vorstellen? Drohen die ins Abseits zu geraten? Mit bestimmten Features ja. Wenn ich sage ja, als Destination habe ich ruckzuck den Wunsch zu sagen, ja, ich will, dass mein Weg besonders ausgezeichnet wird, dass meine Empfehlungen gegenüber allen anderen als Premium-Weg oder Premium-Empfehlung dargestellt wird es nicht geben. Ich brauche ein Content-Management-System, 3 Leute müssen diesen Content bearbeiten können. Nein, kannst einen Account bei uns haben, kannst den Content reinstellen, dann sehen ihn die Leute. Ich halte das, wir hätten gerne mehr Destinationen da, einfach weil wir glauben, wenn man sich den Share, den Dream-Teil anguckt, der Content ist relevant, der passt da vorne rein, aber wir bauen keine speziellen Produkte für den Tourismus. Aber sie sind bei uns auf der Plattform und unterwegs und man sieht es an Bikehotel Südtirol, dass die, ja, weil es das beste User-Produkt ist, macht es jetzt Sinn, für B2B-Leute da zu sein. Sehr gut. Also, diese Diskussion wird heute Nachmittag in der Session 2 weitergeführt. Dort auch wieder das Thema Crowd-Content, Open Source. Wo und wie orientieren sich Biker in Zukunft? Ja, Markus, ich muss dir sagen, in diesem Digital-Business ist es auch für Moderatoren nicht einfach. Und ich habe einen Auftrag gekriegt, es geht nicht eine Veranstaltung Digital Business oder Digital Mountainbiking ohne Selfie zu machen. Ich habe das vom Tommy Giege mit auf dem Weg. Hey, und mit wem? Wenn nicht mit dir. Also lass uns das noch kurz machen, einfach, dass wir das haben. So, ja, das kommt gar nicht so schlecht, kommt das gar nicht so. Ne? Gut, ja. Herzlichen Dank. Danke dir. Salomon. Founder.